Hallo, willkommen bei meinem Video. Ich bin's, Delilah. Ich melde mich nach einer langen Sommerpause wieder zurück und zwar mit dem Geburtstag von Star Stable Online. Genau. Letztes Jahr könnt ihr euch ja daran erinnern, war das 10-jährige Jubiläum von Star Stable. Und dieses Jahr feiern sie logischerweise den 11. Geburtstag. Es gibt ein paar Veränderungen, und zwar letztes Jahr gab es das Seelenross ja umsonst. Das ist dieses Jahr leider nicht mehr so. Dieses Jahr musst du für das Seelenross 600 Starcoins zahlen, was ich persönlich ein bisschen schade finde. Das Event findet oben gegenüber vom Leuchtturm von Moorland statt. Da ist das Festgelände. Und da steht auch hier das schöne Seelenross. Und ihr seht hier, das kostet 600 Starcoins. Ich bin noch am Überlegen, ob ich es mir kaufen soll, aber das weiß ich jetzt noch nicht. Ja, ansonsten würde ich euch einmal kurz den Zeltplatz hier vorstellen und das Festgelände. Hier, wie gesagt, kommen wir an dem Shop vorbei. Da könnt ihr die ganze Ausrüstung euch anschauen und auch kaufen. Vieles ist aber erst ab Spielerlevel 9, beziehungsweise ohne Werte. Also das meiste ist ab Spielerlevel 9. Aber manches hat auch keine Werte, außer das hier unten vielleicht. Ja, genau. Was gibt es noch hier oben? Es gibt natürlich jede Menge Quests, die ihr machen könnt. Es gibt eine Tanzfläche. Ihr habt wieder mal euer Lager, Futter für die Pferde. Da hinten, das grün-schwarze, da könnt ihr Fotos machen. Ihr könnt kleine Mini-Ritzen mitmachen. Hier vorne seht ihr die Tanzfläche. Ihr könnt mit euren Freunden auf Picknickplätzen chillen. Genau. Und natürlich auch jede Menge Kleinzeug kaufen, das was es sonst nicht so gibt. Ich habe jetzt schon die Quest bei Roboter am Heimatstall angenommen. Die steht zwar hier oben auch nochmal. Ihr müsst aber, um mit der Quest für das Festgelände anzufangen, müsst ihr diese Dame hier, diese Roboter Birthday, an eurem Heimatstall anklicken und bei der die Quest starten. Dann könnt ihr hier hochlaufen zum Festgelände und findet hier die Festverantwortliche. Bei der gehen dann die ganzen Quests weiter und das machen wir jetzt auch gleich mal. Genau, da seht ihr jetzt schon Jamie Olivenbaum, die Soul Rider aus Dandel welche. Sie erklärt euch jetzt auch so ein bisschen das Festgelände, was ich euch eben schon so ein bisschen erklärt habe. Das bekommt ihr da alles nochmal so ein bisschen länger erklärt. Ich skippe das jetzt durch, weil es dann einfach zu lange dauert, das Video. Und zu einem ganz wichtigen Teil sind die Quizze, die ich jetzt auch gleich abfilmen werde. Es gibt Quizze in Moorland und Fort Pinter für die Nicht-Star Rider und Star Rider. Und für die Star Rider gibt es sie noch in Silverglade, Veilday, Firegrove und auf der Starshine Range. Genau. Da könnt ihr überall diese Quizze machen. Die machen wir auch gleich zusammen. Dann seht ihr, was ich meine. Ja. Genau. Mann, mein Pferd ist halt so lahm. Ich habe es so lange nicht gepflegt, ey. Oh Mann. Also denkt echt dran, immer eure Pferde zu pflegen. Ist eine Katastrophe, wenn die nicht ordentlich reiten. Oh Gott. So, jetzt nehme ich noch die Tortenkatastrophe. Genau. Was ich noch aufmerksam machen wollen würde. Es gibt dieses Jahr wieder Hufeisen zu sammeln, und zwar goldene Hufeisen. Das zeige ich euch auch gleich, wo ein paar zu finden sind. Natürlich nicht alle, ihr solltet auch selber welche suchen. Genau, und wenn ihr hier fünf Hufeisen gesammelt habt, könnt ihr die hier bei der Festverantwortlichen einlösen und bekommt eine ganze Pferdeausrüstung und eine Reiterausrüstung und bekommt ihr dadurch geschenkt und einen Pulli. Genau. Solltet ihr mehr Hufeisen haben, als ihr braucht, könnt ihr die dort auch abgeben und bekommt pro Hufeisen nochmal 20 Schillinge. Genau. Hier könnt ihr dann die Quest bei Jamie Olivenbaum machen. Da müssen wir jetzt erstmal Hühner sammeln.
Da könnt ihr dann immer gucken, da kommt dann so ein leises Gackern. Seht ihr so ein leises Gackern? Und dann ist hier ein Huhn in der Nähe und dann könnt ihr das einsammeln. Und die Quest müsst ihr eigentlich immer da so weitermachen, immer was einsammeln, ihr müsst immer Ostereier sammeln und so weiter. Ich glaube, das erklärt sich relativ von selbst. Ich würde mich jetzt mal aufmachen zu der Quizmasterin und euch die noch kurz zeigen. Weil wenn ich jetzt alles von dem, hier ist auch wieder ein leises Gackern, sammeln wir das Huhn gerade noch ein. Genau, ihr müsst 6 Hühner finden. Ich filme natürlich jetzt nicht alles von dem Event mit, weil es einfach viel zu umfangreich wäre und auch zu lange dauern würde. Genau, ihr könnt mir aber auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch irgendwas gerne beim nächsten Video mehr abgefilmt haben wollen würdet oder so. Ansonsten würde ich jetzt nur die Basics machen. Sonst sitzt ihr ja Stunden hier und guckt euch das Video an. Das macht auch keinen Sinn. Genau, in jedem Ort steht so eine Questmasterin. Die heißt überall gleich, sieht überall gleich aus. Da lehnt ihr einfach die Quest an. Und dann seht ihr ja auf der Karte... annehmen sollte man sie vielleicht auch. Dann seht ihr auf der Karte so gelbe Kreise. Da reitet ihr einfach hin. Die blinken dann auch. Und dann kriegt ihr eine Frage gestellt und dann müsst ihr die halt beantworten. Und wenn ihr 7, sind immer 7 Fragen. Ihr müsst 7 Fragen richtig haben, um dann sozusagen die Belohnung in diesem Ort zu bekommen. Solltet ihr eine Frage falsch haben, könnt ihr es am nächsten Tag wiederholen. Und solltet ihr auch am nächsten Tag die Frage falsch haben, könnt ihr es dann immer wieder wiederholen, solange bis es halt richtig ist, außer das Event wäre jetzt vorbei. So, jetzt kommen wir auch schon zur letzten Frage hier. Genau, und jetzt seht ihr auf der Karte das grüne Ausrufezeichen. Das bedeutet, ihr habt alle 7 Fragen richtig, beziehungsweise ich habe alle 7 Fragen richtig. Und genau, sollte das Ausrufezeichen nicht grün sein, wisst ihr schon, dass ihr eine Frage oder 2 Fragen falsch habt und müsst es am nächsten Tag nochmal sozusagen machen. Ja. Und jetzt haben wir, was haben wir denn Schönes bekommen? Gucken wir mal nach. Wir haben weiße Handschuhe bekommen. Jo. Und wie gesagt, dieses Quiz gibt es in allen Orten. Das könnt ihr auf jeden Fall machen. Und ja, wenn ihr gerne noch mehr zu einem Geburtstagsevent wissen wollt, dann sagt mir gerne Bescheid. Es ist ja noch ein bisschen... Hier seht ihr diese goldenen Hufeisen, die habe ich jetzt noch schnell eingesammelt. Hier unten ist auch noch eins. Ich reite noch mal näher dran, dass ihr es besser seht. Das ist so golden, mit so gelbem Staub rum. Einfach überall einsammeln. Die sind überall so ein bisschen versteckt. Und genau, reitet einfach die Gebiete ab, macht die Quests, quizt ein bisschen, rätselt ein bisschen. Und wenn ihr irgendwie noch mal ein Video wollt für genauere Erklärungen, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten will ich euch jetzt auch nicht zu viel spoilern, beziehungsweise euch zu viel vorsagen, weil ihr sollt ja auch das Geburtstagsevent so ein bisschen selber machen, wer es noch nicht gemacht hat.
Genau, ich weiß, dass das Video ein bisschen spät kommt. Das Geburtstagsevent ist ja schon eine Weile draußen. Ich habe es nur einfach nicht früher geschafft, das Video abzudrehen. Aber es kommt ja auch jedes Jahr wieder und ist auch so ein bisschen ähnlich. Genau. Ich werde versuchen, in den nächsten Events ein bisschen früher das Video abzudrehen. Ich versuche jetzt auch ein bisschen aktiver auf meinem Account zu bleiben und die Lösungen auch zu den Quests nach und nach mal ein bisschen reinzuhauen. Allerdings wisst ihr ja auch, es ist halt ein Online-Game und jeder hat halt in Real Life auch einiges zu tun. Ja, ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Und ihr seht, wenn ich jetzt hier 5 Hufeisen hätte, könnte ich es abgeben, habe ich noch nicht. Genau. Jo, macht eure Quests ein bisschen, denkt an die Nebenquests und ich würde mich jetzt erstmal verabschieden, sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.